Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder mit bei mir seid. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid gesund und munter. Am Anfang möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken fürs Liken, fürs Abonnieren, fürs liebevolle Kommentieren, für die Wertschätzung, die ihr mir und meinen Kanal entgegenbringt in Form von Spenden und Buchungen. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, heute zum Sonntag schauen wir wieder gemeinsam auf die kommende Woche. Und zwar ist es die Woche vom 24. bis 30. Juli, wo wir wieder mit Tarot und mit Leno mal schauen, was denn so die nächste Woche auf uns zukommt oder zukommen könnte. Ich habe wieder 7 Tarotkarten erbeten und 7 Lenormand-Karten zur Klärung. Am Ende schauen wir wieder gemeinsam unter das Kartendeck. Ihr könnt wieder von Montag bis Sonntag schauen oder für euch eine komplette Wochenbotschaft rausnehmen. Ne? Meistens zieht sich das wie so ein roter Faden durch und erzählt eine komplette Geschichte. Die Zeit ist wie immer relativ. Diese Sache hier, die hier liegt, diese Geschichte, die hier liegt, könnte bei dir schon gewesen sein. Ist gerade aktuell oder kommt noch in den nächsten Tagen und Wochen auf dich zu? Ne? Also das ist nur für unseren irdischen Verstand, dass wir uns das hier immer in so einen Rahmen pressen wollen, aber die Zeit ist relativ. Ne? Das Universum kennt weder Zeit noch Raum. Es ist auch wie immer ein allgemeines Orakel, es kann auf dich zutreffen, muss es aber nicht. Und ich versuche auch wie immer geschlechterneutral zu deuten. Falls mir das nicht gelingt, ihr Lieben, dann dreht euch das bitte um. Da ich hier als Frau sitze und für euch fürs Kollektiv lege, habe ich beschlossen, die weiblichen Karten stehen für den Zuschauer und die männlichen Karten für das Gegenüber, egal welchen Geschlechts du bist. Na? Ich versuche aber immer, das Wort Mensch zu benutzen, sodass es geschlechterunspezifisch ist und dass ihr euch das besser in eure Situation umdenken und umdrehen könnt. Gut, dann würde ich sagen, wir starten in die erste Karte in der kommenden Woche. Und dann habe ich hier den Ritter der Stäbe. Der Ritter der Stäbe, das kann ein Feuerzeichen sein, Widder, Löwe oder Schütze. Die Ritter zeigen meistens an, dass ja etwas von außen auf dich zukommt. Ja, also hier ist eine Bewegung angezeigt. Dieser Ritter ist hier allerdings als Frau dargestellt. Ne? Also es könnte sein, dass es auch um dich geht, hier in Bewegung zu kommen und hier durch diesen Feuerreifen zu springen. Also es könnte um etwas gehen, worum du dich vielleicht lange gedrückt hast, wo du vielleicht lange vorsichtig warst, hier durchzuspringen. Aber jetzt kommt so der Moment, wo es Zeit ist, hier durch diesen Feuerreifen zu springen. Kann für dich stehen, kann für eine andere Person stehen, die hier in deinem Feld ist oder vielleicht auch eine Person, auf die du hier schaust. Ne? Also es geht hier darum, den Mut und die Kraft aufzubringen, durch diesen Feuerreifen zu springen. Es ist jetzt an der Zeit, sich in Bewegung zu setzen und hier durchzuspringen. Es könnte um deine Feuerkraft gehen. Es könnte um deine Kreativität gehen, es könnte um deine Impulsivität gehen, es könnte so um deine Herzenskraft gehen. Für was brennst du? Was bist du bereit, hier zu geben? Was bist du bereit, hier auf dich zu nehmen, um durch dieses Feuerrad, durch diesen Feuerreifen hier zu springen? Also es geht in dieser Woche sehr um Bewegung. Dann schauen wir mal, wo die Bewegung hingeht. Und die geht in die 8 der Kelche. Also es geht hier mit diesem Sprung durchs Feuer hier um eine Situation, die dir nicht mehr gut tut, die du verlassen möchtest. Wie gesagt, kann für dich stehen, kann auch für eine Person im Außen stehen. Ich kriege aber auch für viele das Kollektiv, also einen Zuschauer rein. Hier geht es um einen Weg, wo du nicht siehst, wo es hingeht. Ne? Dieser Weg geht hier ins Dunkel. Wo du vielleicht Angst haben könntest, dass du was hinter dir lässt, was dir lange Zeit gedient hat. Ne? Hier war Loyalität, Ehrlichkeit und Treue. Die Schmetterlinge, die gehen hier schon in dieses Dunkle rein. Also es geht um Transformation. Hier etwas zu verlassen, was für dich nicht mehr stimmig ist. Ja, wo es keinen fruchtbaren Boden mehr gibt, wo es emotional für dich ja nicht weitergeht. Die 8 der Kelche, das ist immer so dieser Weg zu den 10 der Kelche, wo du die Erfüllung in der Liebe erfährst, wo du Erfüllung in den Emotionen, in den Gefühlen erfährst. Ne? Und das könnte für dich vielleicht ein dunkler Weg sein, das könnte für dich vielleicht ein Weg sein, wo du nicht siehst, wo es hingeht. Ne? Also vielleicht auch hast du dich da lange davor gescheut,
hier durch dieses Feuerrohr zu springen. Ne? Aber wer sagt denn, dass nicht auf der anderen Seite hier auch die Schwäne auf dich warten, die für eine treue, loyale, ehrliche Partnerschaft stehen, ne? Die vielleicht auch für dein treues, loyales, ehrliches Herz stehen. Also hier ist Transformation angezeigt auf diesem Weg. Auch wenn du noch nicht siehst, wo es hingeht, raten dir die Karten, spring hier durch dieses Feuerrohr. Und dann habe ich hier die drei der Stäbe. Was mir klar hier bei dieser Bebilderung reinkommt, ist, es geht darum, alte Zöpfe abzuschneiden, die dich hier noch an etwas halten, an etwas binden, wo du aber in die Freiheit möchtest, ne? Wo deine Sehnsucht hier mit dem Schiff groß ist, andere Horizonte zu erkunden, zu bereisen. Es geht vielleicht auch um eine Reise. Es könnte um eine innere Reise gehen, ne? Hier was loszulassen. Es könnte aber auch um eine weltliche Reise gehen. Also alte Zöpfe abzuschneiden, die dich vielleicht auch hier noch an einem Ort halten. Ne? Das kann dein Wohnort sein, das kann dein Zuhause sein, vielleicht geht es auch um einen Umzug, die dich hier noch festhalten, an etwas binden. Das, was mir auch reinkommt, wenn ich hier so die Häuser sehe, es geht vielleicht auch darum, zu Hause viel zu reinigen, zu entrümpeln, zu säubern, hier Dinge wegzugeben an jemand, der sich vielleicht noch darüber freut, ne? Also dass du bei dir mal ausräumst, bei dir mal ausmistest. Da wirst du dich auch innerlich freier fühlen, wenn du zu Hause bei dir mal aufräumst, ausmistest, ne? Hier geht es um Freiheit. Ne, mit dem Schiff nehme ich eine Sehnsucht nach Freiheit wahr, nach frischer Luft, nach einer frischen Brise. Ne, hier habe ich auch das Meer, den Ozean. Vielleicht geht es auch für manche wirklich um einen Urlaub. Ne, dann wäre es vielleicht ratsam, ans Meer zu fahren und diesen Wind zu spüren. Also was ich ganz oft mache, ist, wenn es draußen stürmisch ist, wenn es windig ist, stelle ich mich raus, breite die Arme aus und lasse mich richtig durchpusten. Da könnt ihr alles mitgeben. Die alten Gedanken, die euch nicht mehr dienlich sind, die vielleicht auch oft euch festhalten, alte Ängste, Glaubenssätze, alles gebt alles dem Wind mit, bitte dem Wind das mitzunehmen, ne? Und das könnte hier am Wasser passieren, ne? Dass ihr emotional, ne, was wir hier auch schon mit dem Wasser haben, wieder ganz neu aufgestellt seid und hier wieder eure Sehnsucht, die ihr in euch tragt, nach Freiheit, euch wieder mit eurem Herzen und mit eurer Seele verbindet. Also spannende, sehr poetische Botschaft, die hier durch mich durchkommt. Und dann haben wir hier den Herrscher. Der Herrscher kann für das Sternzeichen Widder stehen. Hier geht es um etwas oder jemanden in deinem Leben, was dir sehr beherrschend vorkommt, sehr kontrollierend vorkommt. Also das kann eine Person in deinem Leben sein, das kann aber auch jemand sein in deinem Feld, der jetzt erkennt, okay, ich habe mich selber beherrscht, ich habe mich selber kontrolliert, was die Gefühle, was die Emotionen betrifft. Und hier geht es auch darum, alte Zöpfe abzuschneiden zu Menschen, die dich beherrschen und kontrollieren wollen, die dir vielleicht auch manchmal nichts Gutes wollen. Ich wollte das eigentlich nicht erwähnen, aber es passt gerade so schön. Ich hatte letzte Woche in den Kommentaren unter einem Video von einer Person stehen, wann kommen denn die nächsten Sternzeichen-Videos? Alles andere bringt ja nichts. Da dachte ich, okay, sehr anmaßend, ne? Wie kommt man denn überhaupt dazu, so einen Kommentar unter das Video zu setzen? Also fand ich sehr anmaßend, sehr kontrollierend auch, sehr beherrschend auch, mir was überzustülpen, ne? Ja, und wo ich denke, wo bleibt denn hier der Respekt? Das ist hier mein Kanal, ja? Das ist mein Baby. Ich entscheide hier, welche Videos ich zeige, welche Videos hochgeladen werden. Ich frage euch natürlich, was ihr gerne sehen möchtet. Ihr könnt mir auch gerne drunter schreiben, das Video hatten wir lange nicht. Kannst du mal bitte das drehen? Das ist ja aber eine konstruktive Kritik. Das ist respektvoll. Ne? Es ist immer so, wie mit den Worten umgegangen wird, welche Worte man den Menschen entgegenbringt. Ne? Ist es wohlwollend? Ist es respektvoll?
ist es empathisch. Na, aber so ein Hinschmeißen, alles andere bringt ja nichts, wo ich mir auch gedacht habe, für wen bringt es denn nichts? Für dich, fürs Kollektiv, für mich, für wen? Na, also als wüsste das diese Person, für wen das nichts bringt. Also ich weiß, die Wochenlegungen haben nicht so viele Klicks wie die Sternzeichenlegungen. Dessen bin ich mir bewusst. Ich kann das ja einsehen in meinem Kanal. Ne? Aber trotzdem weiß ich, die Wochenbotschaften sind wichtig für die Menschen, die sie schauen und bringen auch den Menschen, die sie schauen, die Erkenntnis, was in der kommenden Woche wichtig ist. Ne? Und ich habe da auch immer wertschätzende Kommentare drunter. Ne? Also ich mache das auch. Und wenn ich nur einem Einzelnen helfe in diesem Video, dann ist das für mich schon eine wertvolle Zeit. Ne? Also das ist für mich hier ein lichtvoller Kanal. Und Menschen, die hier was Dunkles reinbringen wollen und Negativität reinbringen wollen, weil sie mit sich selber nicht zufrieden sind in ihrem Leben, ne? Die haben auf meinem Kanal hier nichts zu suchen. Die dürfen bitte die Tür nehmen und gehen. Ne? Und das ist das, was es die in der kommenden Woche dir auch sagen möchte. Ne? Spring hier durch dieses Rad, wenn es hier Menschen in deinem Leben gibt, die dich hier binden wollen, die dich hier kontrollieren wollen, die dich hier beherrschen wollen. Ne? Oder wenn es für einen Menschen in deinem Leben steht, der hier sagt, okay, ich erkenne jetzt, ich habe mich lange selber kontrolliert, lange selber beherrscht. Meine Gefühle, meine Emotionen lange selber beherrscht, ne? Dass man das jetzt mitkriegt, dass man das auch im Außen getan hat, weil man sich selber ja nicht mit den Gefühlen, mit den Emotionen ins Außen begeben wollte. Ja? Also ich habe dieses Beispiel mit den Kommentaren gebracht. Also zu 99% sind die Kommentare wertschätzend, lieb und nett und ich freue mich auch über jeden Kommentar. Aber wenn hier was Negatives kommt, was mich angreifen möchte, dann lösche ich das sofort. Das hat ja nichts zu suchen, ne, auf meinem Kanal. Ne? Weil das ist hier meins, das ist ja eine kostenlose Legung, die ich euch zur Verfügung stelle. Ich stelle euch ja meine Zeit zur Verfügung und damit darf man wertschätzend und respektvoll umgehen. Ne? Und das ist das auch so, was diese Wochenlegung sagen möchte. Also es geht hier um Respekt, es geht hier um Wertschätzung, es geht hier um Empathie. Wie geht man miteinander um? Ne? Und wenn hier irgendwas in eurem Feld ist, was euch hier angreifen möchte, ne, dann könnt ihr hier durch dieses Feuerrad springen und sagen, okay, ich gehe hier jetzt, ich verlasse das, was hier nicht mehr stimmig ist in meinem Leben. Ne? Also wie gesagt, das kann ein Mensch in deinem Leben sein, der lange gedacht hat, euch kontrollieren und beherrschen zu wollen. Oder es ist jemand, der jetzt erkennt, okay, ich habe lange kontrolliert und beherrscht und ich darf das jetzt loslassen. Ich darf jetzt endlich hier in meine Freiheit gehen und mich endlich meinem Herz und meiner Seele hingeben. Ne? Auch wenn es für mich vielleicht im ersten Moment hier riskant erscheint. Ne? Wenn es auch im ersten Moment vielleicht dunkel erscheint, wenn ich nicht weiß, wo es hingeht. Ne? Ist es trotzdem eine Sehnsucht von mir, in Richtung Freiheit zu gehen, was mein Herz und meine Seele betrifft. Und dann habe ich hier die 9 der Schwerter. Also es könnte hier, wenn es hier um jemanden geht in deinem Leben, der dich hier angreift, der dich hier kontrollieren und beherrschen möchte, sehe ich hier ganz genau eine Schutzfunktion bei dir. Also diese Augen hier auf der Haut, deine Haut wird dich warnen, deine Intuition wird dich warnen, dein Bauchgefühl wird dich warnen. Du wirst hier vielleicht auch manchmal Gänsehaut kriegen. Das ist auch ein Zeichen von Schutz. Ne? Also es gibt Gänsehaut, wo du merkst, okay, das geht hier tief. Ich gehe mit etwas in Resonanz und dann darfst du für dich entscheiden, ist das eine positive oder eine negative Gänsehaut. Das merkt man. Ne? Und es ist ja so im Außen, so die Haut, das ist ja dein Schutzschild von außen, ne? So diese Berührbarkeit. Von wem lässt du dich berühren? Von wem lässt du dich angreifen? Von wem lässt du dich anfassen? Ne? Und wenn das für dich nicht mehr stimmig ist, dann geh hier raus. Also die 9 der Schwerter, das ist auch die Karte der Angst.
hier angegriffen zu werden, hier falsch berührt zu werden. Ne? Also ich kriege Angriff rein, ich kriege Angreifen, ne? Angriff kriege ich rein. Ne? Und das ist, du drehst dich, du wendest dich hier ja auch davon ab. Ne? Also es könnte wirklich jemand in deinem Leben sein, wo du sagst, nee, jetzt ist hier Schicht im Schacht. Ich lasse mich hier nicht mehr beherrschen, ich lasse mich hier nicht kontrollieren und ich lasse mich hier auch nicht länger angreifen. Na? Ich bewege mich hier davon weg. Ja, das ist eine ganz, ganz klare Botschaft. Und wenn hier ein Mensch erkennt, okay, ich habe mich lange selber kontrolliert, ich habe mich lange selber beherrscht, was Gefühle und Emotionen betrifft, dann erkennt man jetzt auch, okay, auch wenn ich hier Angst habe, ne, hier ist auch ein bisschen so die Angst und hier ist auch so die Vorsicht, hier durchzuspringen. Höre ich doch jetzt auf mein Gefühl, höre ich doch jetzt auf meine Emotion, ne, hier den richtigen Weg einzuschlagen, ne? So, dann schauen wir, was die nächste Karte sagt und es wird erfolgreich werden. Mit den 6 der Stäben wird es erfolgreich werden und es wird schnell erfolgreich werden. Ja? Der Kolibri ist das schnellste Wirbeltier auf Erden, also der ist flink unterwegs. Es wird hier schnell erfolgreich werden, denn du setzt dich hier auf diesen Kolibri. Na, also der ist ganz, ganz flink unterwegs und es wird in eine schöne Richtung gehen. Es wird etwas erblühen in deinem Leben und es wird etwas sehr Duftendes sein. Ne? Also es wirst du Dufte finden, kriege ich rein. Für viele könnte auch so eine Essenz eine Rolle spielen. Ich kriege hier Gerüche rein, Öle, Essenzen, ne? Ein schöner blumiger Duft. Das könnte hier auch, also wer sich mit Ölen auskennt, es gibt bestimmten Duft, der dich hier in Bewegung versetzt, hier etwas zu verlassen, was in eine positive Richtung geht. Also wenn du jemand in deinem Feld hast, der sich hier mit Ölen, mit Düften auskennt, ich kriege hier auch so Düfte, Aromen rein, Essenzen rein. Das könnte dich unterstützen hier auf diesem Weg. Und es wird hier erfolgreich sein. Du wirst dich hier aus etwas rausbewegen, was für dich nicht mehr stimmig ist. Wo du dich vielleicht auch selber kontrolliert hast oder wo sich ein Mensch selber kontrolliert, der in deinem Feld ist und wo man erkennt, okay, ich darf hier nicht in der Angst verharren, ich darf mich hier nicht scheuen vor der Dunkelheit. Also das, was mich erwartet, wird mich in Freiheit bringen, mein Herz und meine Seele frei werden lassen. Und dann habe ich hier den Page der Kelche. Der Page der Kelche, das kann ein Wasserzeichen sein, Fische, Krebs oder Skorpion. Und am Ende wirst du erkennen, dass hier ein ganz, ganz harmloser Fisch in dieser Tasse ist. Na? Den du anschaust, den du beäugst, mit dem du vielleicht auch kommunizierst. Und hier hast du schon dieses Kleid voll Blumen an, ne? Dieses blumische. Was hier, wo ich gesagt habe, es geht in Richtung Zukunft, wird etwas erblühen. Du wirst erblühen in deinen Emotionen, in deinen Gefühlen. Ne? Und du wirst langsam hier mit diesem Fisch kommunizieren. Du wirst auf Augenhöhe mit diesem Fisch hier kommunizieren. Du wirst sehr wertschätzend und empathisch mit diesem Fisch kommunizieren. Ne? Es geht hier auch um wertvolle, empathische Kommunikation in Sachen Fühlen. Ne? Also nicht dieses Hinschmeißen, dieses Hinschmettern von Kommentaren. Jetzt bin ich wieder bei diesen Kommentaren, wo man sofort merkt, okay, das Gegenüber ist mit sich selber nicht im Reinen und das wird einfach als Kanal benutzt, um seine Negativität rauszubringen. Wo man aber genau weiß, dieser Mensch müsste sich mit sich selber beschäftigen. Ja? Und bei sich selber mal schauen, wo bin ich denn im Mangel, wo bin ich denn im Dunklen, wo stecke ich denn noch fest im Modder, im Morast, ne? Also in was Negativem. Ne? Und merke nicht, wie ich mit meiner Negativität das ins Außen schleudere. Ne? Und da dürft ihr ganz klar Stopp sagen. Ne? Das ist nicht meins, das ist dein Thema. Das ist ganz klar dein Thema. Ne? Und es geht vielleicht auch hier um deine innere Kommunikation mit dir selber.
Na, mit dem Fisch, der Fisch steht ja auch im Lennemoor dafür, dass die Gefühle wieder ins Fließen kommen. Na? Und hier mit diesem blumigen Kleid sehe ich, etwas möchte in dir erblühen. Na? Etwas möchte zu den Zehen der Kelchen. Etwas möchte hier durch dieses Feuerrad springen, auch wenn man ein bisschen Angst davor hat. Na? Man möchte hier in die Freiheit des Herzens und der Seele gehen, sich hier nicht mehr binden lassen, sich hier nicht mehr kontrollieren lassen, sich hier nicht mehr beherrschen lassen und sich ja auch nicht mehr von der Angst leiten lassen. Na? Also setz dich ganz, ganz klar für dich und für deine Wünsche, Werte und Bedürfnisse ein und kommuniziere sehr, sehr liebevoll, sehr, sehr wertschätzend mit deinem Inneren, wobei es bei dir um die Gefühle geht, die hier erblühen möchten. Das, was ich jetzt alles erzählt habe, kann auch für eine Person im Außen stehen, auf die du schaust. Ne? Also dieser Herrscher könnte auch jemand sein, der sich lange im Herzen und in der Seele beherrscht hat, Angst hatte, Gefühle zuzulassen, Angst hatte, hier wieder angegriffen und verletzt zu werden, weil man das vielleicht auch erlebt hat. Ne? In der Vergangenheit, in der Kindheit, in der Jugend, durch die Familie etc. Ne? Und das kann also vielschichtig sein, was ich hier gerade besprochen habe. Dann schauen wir hier unter das Kartendeck und dann habe ich hier die 5 der Schwerter. Die 5 der Schwerter spricht immer von einem verlorenen Krieg. Ne? Von einem Krieg, dass sich zwei bekriegen, wo hier aber keiner als Sieger vom Schlachtfeld hervorgeht. Die 5 der Schwerter, das ist auch so die Karte für mich, man metzelt sich mit Worten nieder. Ne? Also hier ist jemand im Schatten, hier ist jemand im Dunklen, ne? Das könnte hier diese Person sein, wo ich sage, befreie dich. Ne? Und du hast hier wieder die Blume. Ne? Also du bist auf dem richtigen Weg, der erblühen möchte. Hier ist jemand wie so eine Schattenfigur in deinem Leben, wo du dich vielleicht auch lange angegriffen gefühlt hast, angetickert gefühlt hast, wo du aber jetzt merkst, es bringt hier nichts, hier überhaupt was dazu zu sagen. Na? Hier zerfällt jemand, na? In seinem Mangel, in seinem Leid, in seinen düsteren Gedanken. Na? Und du wendest dich hier ab, du gehst hier in Richtung des Erblühens. Na? Also da kriege ich hier wieder diese Essenz rein, diesen Duft rein. Na? Also lass dich hier von der Blüte leiten, vom Erblühen leiten. Ne? Das ist der richtige Weg, von dem wunderschönen Duft leiten. Und leg hier die Schwerter nieder. Es hat ja keinen Sinn zu kämpfen und hier den anderen mit Worten niederzumetzeln. Ne? Also grenz dich hier ganz klar von diesem Schatten ab. Ne? Und geh deinen Weg in Richtung 10 der Kelche. Ganz, ganz klar. Und hör auf dein Gefühl, hör auf deine Intuition. Kommuniziere mit deinem Inneren, mit deinem Herzen und mit deiner Seele auf Augenhöhe, ne? Und lass dich nicht von deiner Angst leiden. So, dann schauen wir in die Zusatzkarten, worum geht es denn hier? Und dann habe ich hier die Mäuse. Ne? Was ich schon gesagt habe, die Angst hier durch diesen Feuerreifen zu springen. Ne? Du wirst aber jetzt den Mut haben, du hast ja schon Anlauf genommen oder die Person, auf die du hier schaust, hat schon Anlauf genommen und springt hier durch diesen Reifen. Das war lange, lange Angst behaftet. Das war lange, lange Angst behaftet, hier verbrennen zu können. Ne? So, dann kommen wir zu den 8 der Kelchen. Und dann habe ich hier die Eulen. Also hier könnte es um Diskussionen gehen, hier könnte es um Gespräche und Kommunikation gehen, die auch so ein bisschen Chaos in dir auslösen oder ausgelöst haben. Kann auch ein Elternthema sein, ne? Also es könnte dich hier jemand abhalten wollen, diesen Weg zu gehen zu den 10 der Kelchen, ne? Mit Worten, mit Kommunikation, mit einer unterschwelligen Kommunikation auch. Und das könnte dich so ein bisschen unsicher machen auf diesem Weg, ne? Die Eulen haben aber für mich aber auch immer dieses alte Wissen, dieses innere Wissen. Ne? Vertrau hier auf den Eulen, auf dein inneres Wissen, auf dein altes Wissen. Ne? Und die Eulen, die können ganz gut sehen im Dunkeln. Ne? Das ist vielleicht auch so ein Begleiter, der dir sagt, scheu dich nicht, hier ins Dunkel zu gehen. Es kann danach sofort wieder Licht sein. Ne? Vielleicht ist es ja auch für dich so, wenn du hier diesen Weg gehst, siehst du dann im Dunkeln viel, viel besser als in dem, wo du dich gerade befindest. Ne? Also es könnte hier um eine Kommunikation gehen, um Worte gehen. Ne? Das haben wir ja schon hier hinten gesehen. Ne? Es könnte hier auch um eine
um eine Kommunikation mit den Eltern gehen, die vielleicht angstbehaftet ist, wo die Eltern vielleicht auch angstbehaftet sind. Es könnte ja auch um zwei Menschen gehen, die miteinander kommunizieren sollten, wo es vielleicht auch angstbehaftet ist. Wir schauen hier mal weiter. Und dann habe ich hier den Bär. Der Bär kann für die Kraft stehen, für Mut, für Stärke stehen, kann aber auch eine Vaterfigur anzeigen oder so eine männliche Ahnenlinie anzeigen. Also du wirst die Kraft und den Mut und die Stärke haben, diese alten Zöpfe hier abzuschneiden. Kriege ich ganz, ganz klar rein. Na, es könnte vielleicht auch um ein Vaterthema gehen, von dem du dich jetzt ablöst. Hier könnte auch eine männliche Person wieder ins Fühlen kommen. Endlich ins Fühlen kommen, ne? Weil man hier den Fisch auch im Maul hat. Ne? Also hier könnte jemand sich wieder in die Gefühle begeben, ins Fühlen begeben, weil man hier nämlich Sehnsucht danach hat. Ne? Also es kann hier vielschichtig sein, dieses Thema. Eule und Bär kann natürlich die Eltern anzeigen, kann ein Vaterthema anzeigen, kann eine Kommunikation mit einem Vater anzeigen, die vielleicht lange überfällig ist, ne? Wo man was Altes abschneiden kann, wo man sich vielleicht auch lange kontrolliert gefühlt hat, beherrscht gefühlt hat. Ne? Also das kann hier vieles sein. Und man hat den Mut und die Kraft und die Stärke dazu, hier die alten Zöpfe abzuschneiden, sich nicht mehr binden zu lassen, sich nicht mehr beherrschen und kontrollieren zu lassen und hier auf sein Herz zu hören, auf die Sehnsucht zu hören, hier in Richtung Freiheit zu gehen. Ne? Das kann vielleicht auch dieses, ja, dieses Kind und Elternthema sein, wo man sich loslösen darf, ne? Und egal in welchem Alter ihr seid, ne? Egal in welchem Alter ihr seid, hier geht es um eine Loslösung, ne? Das Kind, das sich von den Eltern löst, ne? Kriege ich hier auch für manche rein. Dann habe ich hier unter dem Herrscher habe ich hier die Sonne. Also hier kommt Licht rein, ne? Hier kommt Wärme rein, hier kommt Geborgenheit rein. Jemand, der dich vielleicht hier lange beherrscht hat und kontrolliert hat, das löst sich jetzt, ne? Also diese Stricke werden von der Kraft der Sonne, von den Sonnenstrahlen wie aufgelöst, ne? Also das kennt ihr ja so, dass man manches, was durch die Sonne lange bestrahlt wird, zu porös wird, ne? Und zerfällt. Das kriege ich hier rein. Also diese Stricke, die werden hier zerfallen, ne? Also diese Seile, diese Stricke, das, was die Gebundenheit anzeigt, wird hier zerfallen. Und dieser Mensch, der sich hier lange kontrolliert und beherrscht hat und nichts nach außen geben wollte, auch andere damit kontrolliert und beherrscht hat, da kommt jetzt auch Licht rein. Na, eine der größten Glückskarten entdeckt. Also hier wird was aufgedeckt, hier kommt Licht rein. Na, auch was hier die Familie betrifft, hier kann was aufgedeckt werden. Also hier kommt Licht ins Dunkel. Ne? Ist das auch, was dich hier auf deinem Weg unterstützen wird. Ne? Du wirst hier Licht haben. Du wirst wie die Eulen sehen können im Dunkeln. Ne? Also du wirst hier von Licht begleitet sein auf deinem Weg. Dann habe ich hier unter den neun der Schwertern habe ich hier die Ruten. Also es könnte hier um Streit gehen. Um eine Angst, dass die Kommunikation eskaliert, dass diese Kommunikation heftig wird, dass man hier wieder angegriffen wird, das kriege ich auch rein. Ich kriege hier ein ganz, ganz altes, das könnte ein komisches Thema sein. Ich kriege hier so dieses, ihr kennt es ja in den alten Filmen, ich kriege hier der Name der Rose, kriege ich rein, wo man so ausgepeitscht wurde. Ja? Das kriege ich hier rein. Das ist ein altes, komisches Thema, was vielleicht bei dir aufgelöst werden möchte, um im Hier und Jetzt sich aus dieser Situation rauszubewegen. Ja, das könnte mit dieser Person zusammenhängen. Könnte ein altes karmisches Thema sein. Ihr seid ja nicht zum ersten Mal hier inkarniert. Ja, also, dass dich hier jemand angreifen möchte mit Worten, die auf deiner Haut aufschlagen wie ein Peitschenhieb. So kriege ich das rein. Da hast du Angst davor. Ja, und das ist wahrscheinlich schon häufig passiert. Also wende dich hier ab, wenn dir irgendwas mit jemand nicht gut tut, wenn dir jemand nicht gut tut, wende dich hier ab. Geh hier ins Licht. Ja? Ganz, ganz klare Geschichte. Das ist wie mit dem Kommentar, den ich sofort gelöscht habe und wo ich gedacht habe, also hier ist einfach jemand total im Mangel. Hier wende ich mich ab. Ich lasse mich hier nicht angreifen und schon gar nicht öffentlich. Ja? Also wende dich hier ab.
wenn dich hier jemand mit Worten angreifen will, die wie so ein Peitschenhieb auf deiner Haut sind. Ja? Ganz klare Botschaft. Und dann habe ich unter den 6 der Stäben das Herz. Hier geht es in Richtung Herz. Hör auf dein Herz. Ne? Folge deinem Herzen. Folge dem Ruf deines Herzens. Ne? Die 6 der Stäbe ist eine Bewegungskarte, eine Erfolgskarte, eine Karte des Sieges. Ne? Das Herz wird siegreich sein. Ne? Dein Herz und deine Seele werden siegreich sein und werden dir den richtigen Weg weisen. Hier habe ich auch wieder Blüten. Es geht um Erblühen, um auch den Duft zu erkennen. Ne? Der Duft wird dich in die richtige Richtung führen. Na? Wer sagt denn, dass es hier ein dunkler Wald ist? Na? Wer sagt denn, dass es hier eine dunkle Höhle ist? Es kann ja dahinter eine wunderschöne, duftende Blumenwiese sein. Na? Und das ist das. Das wird hier ganz, ganz schnell in Richtung Herz gehen. Na? Hör auf dein Herz. Vertraue auf dein Herz. Das Herz wird dir den richtigen Weg weisen. Und dann habe ich unter dem Page der Kelche, habe ich das Zuhause. Nämlich ganz klar für dein inneres Zuhause war, für die Kommunikation mit deinem Herzen, mit deiner Seele. Ja? Und dass du auch ja, auf dein Herz und auf deine Seele hören solltest. Ne? Also hier solltest du auch dein Zuhause schützen. Ne? Das kriege ich ganz klar rein. Du solltest hier dein Herz und dein Zuhause schützen. Ne? Also, das steht nicht nur für eine Person, die dich hier angreifen möchte, das kann auch für dich stehen. Ne? Also, dass du dich ganz klar verteidigen kannst und sagen kannst, ich ziehe hier die Linie bis hierher und nicht weiter. Ich lasse mich nicht im Herzen und in meinem inneren Zuhause und in meinem äußeren Zuhause angreifen. Ganz klares Stopp. Ja? Das kriege ich hier auch rein. Und es geht auch darum, hier mit deinem Inneren zu kommunizieren. Ne? Und hier habe ich auch das Haus, was ich vorhin gesagt habe, mit diesem Aufräumen, ja, mit diesem Ausmisten. Das wird dich auch innerlich freier machen. Ne? Also, und mit dem Herz und mit dem Zuhause kriege ich auch rein, du bist am richtigen Ort, du bist an der richtigen Stelle, dort, wo du dich wohlfühlst, dort, wo du dich zu Hause fühlst, wo sich dein Herz auch zu Hause fühlt. Ne? Also begib dich auch hier in die Natur raus. Also dieser Duft kommt mir immer wieder rein, dieser Blumenduft. Jetzt sind ja viele Wiesen draußen, die wunderschön blühen dieses Jahr, wo ich auch Blumen gesehen habe, die habe ich vorher noch nie gesehen, die wild wachsen. Ne? Also so ein, oder stell dir so einen schönen Sommerstrauß, so einen Wiesenstrauß. Geh mal raus und pflück mal einen Strauß von der Wiese und stell dir das mal rein in deine Wohnung. Ne? Das ist auch wieder diesen Duft, den ich hier reinbekomme. Mach's dir schön. Hör auf dein Herz, hör auf deine Seele und erblühe im Innen und im Außen. Ne? Erblühe in dir und da wird auch dein äußeres Zuhause erblühen. Und miste das aus, was dich hier bindet, was dich hier negativ bindet, was dich hier beherrschen und kontrollieren möchte und setze ein ganz, ganz klares Stopp. Und dann habe ich hier unterm Kartendeck Karma. Ne? Also das, was ich hier gesagt habe mit diesem Auspeitschen auf deiner Haut, das ist ein altes Karma. Das darf jetzt aufgelöst werden. Ne? Du darfst dich hier jetzt wegbewegen aus diesem Schatten. Ne? Und es sind ja auch gerade starke Konstellationen am Himmel. Ne? Die Mondknotenachse hat sich jetzt abgelöst, geht in ein neues Zeichen. Also jetzt können hier diese alten karmischen Sachen können jetzt losgelassen werden und jetzt geht es in was ganz, ganz Schönes. Ne? Also hier ist eine alte karmische Geschichte, eine schicksalhafte Geschichte, die hier jetzt aufgelöst werden möchte. Ne? Und lass dich hier nicht vertreiben aus deinem Inneren und aus deinem äußeren Zuhause. Ne? Dort, wo sich dein Herz wohlfühlt, ist dein Zuhause. Ne? Und lass dich hier nicht angreifen. Ne? Die Zeiten sind jetzt vorbei. Ja? Die Zeiten sind jetzt vorbei von dieser Schwere, von dieser Bindung, von diesem Beherrschen und Kontrollieren wollen, von diesem Ich erhebe
hier jetzt das Wort gegen dich. Ich erhebe hier jetzt ja, diese Peitsche gegen dich. Ne? Das ist so ein altes karmisches Ding, was hier aufgelöst werden möchte. Und du springst hier jetzt endlich durch dieses Feuerrohr und bewegst dich hier weg davon. Ne? Und wenn du hier auf den Menschen schaust, der wird sich ja auch rausbewegen und hier auf sein Herz und auf seine Seele hören und wieder nach Hause finden, dort, wo das Herz schlägt, ne? Dort, wo die Seele wohnt. Man wird wieder zu Hause bei sich ankommen und hier nicht länger in der Angst verharren. Also sehr komplexes Thema diese Woche. Ich würde euch gerne noch eine Orakelkarte ziehen. Ganz neue Karten, die waren gestern aus dem Briefkasten. Ausgeräuchert, gereinigt, natürlich. Ja, ich würde euch hier gerne noch eine Orakelkarte ziehen auf dieses Thema. Mal schauen, was hier noch zu uns möchte. Eine Karte bitte. Und da ist sie schon. Opening to Discovery. Öffne dich für das Neue. Du hast den Schlüssel dazu. Na, öffne dich für Abenteuer. Öffne dich dafür, etwas Neues zu erforschen. Na, also du hast den Schlüssel dazu. Und ich habe hier ganz, ganz viele Sterne, die für Klärung, für Heilung und für Wunscherfüllung stehen. Na, und der Schlüssel steht auch für Sicherheit. Also es wird mit Sicherheit gut werden. Öffne dich für das Neue, für ein neues Abenteuer. Ja, für das, was für dich bestimmt ist. Ich habe hier ein ganz, ganz großes Schlüsselloch, ne? Und ich habe hier wieder ganz, ganz viel Natur, ne? Also es wird sich ein Tor für dich öffnen. Es wird sich ein Tor für dich öffnen und du wirst dich auch wieder öffnen. Dann schauen wir hier nochmal unter das Kartendeck. Und dann habe ich hier Birds of Feather, also die Federn der Vögel, ne? Und ich habe hier ja den Kolibri. Vielleicht unterstützen dich ja auch die Vögel, ne? Als Krafttiere. Ne? Hier haben wir die Eulen, die dir das Sehen im Dunkeln ermöglichen und den Kolibri, der dich hier ganz, ganz schnell in die richtige Richtung bringt. Ne? Auch die Vögel werden dich unterstützen. Ich kriege hier ganz, ganz viel Natur rein. Vielleicht bekommst du auch in dieser Woche eine Feder geschenkt, ne? Von einem Vogel. Wenn du draußen auf der Wiese bist und hier einen schönen Wiesenstrauß für dich pflückst. Ne? Also das ist nochmal eine schöne Botschaft gewesen zusätzlich. Ich hoffe, ich konnte euch ja einiges mitgeben in dieser Woche, was euch weiterbringt. Ich bedanke mich ganz, ganz sehr, dass ihr bisher zugeschaut habt. Wenn ihr mal ein Abo dalassen wollt, würde ich mich ganz, ganz sehr darüber freuen. Über einen Daumen hoch und über einen liebevollen Kommentar freue ich mich sowieso. Dann wünsche ich euch eine ganz, ganz zauberhafte Woche und wir sehen uns am Mittwoch wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.